Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Dienstag, den 19. nach Ostern. Ja, hab den 936 von Gießen habe ich immer noch geladen. Den fahren wir jetzt nach Ludwigshafen zur Liebherr. Und dann fahren wir, ich sag wir, weil wir mit zwei Fahrzeugen fahren, fahren wir nebendran nach Mutterstadt und holen unseren R946. Der geht dann wieder hoch nach Pirmasens. Ja, wenn das alles gefahren ist, dann wird schon wieder ziemlich Mittag sein. Und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und bis später. Wir haben es gleich 7 Uhr. Ich fahre jetzt gerade Hochheim, Ludwigshafen, Hochheim von der Autobahn. Und dann sind wir auch schon gleich da bei der Liebherr. Gleich weiter. So, haben wir 7:40 Uhr. Bin leer. Jetzt fahren wir schnell rüber nach Mutterstadt. Halt, Heavy brauchen wir nicht mehr. Und holen unseren 946. Ob ich da vorbeikomme, kann ich mal gerade hin und links am Ecke mal gucken, ob das mit meinem Arsch lang. Ich muss ziemlich weit rauslenken. Ja, geht noch. Kann der Radfahrer durch. Hinten ist genug Platz. Sieht doch gut aus, ja.
gespannt, wo mein Anhänger da komme ich. Okay. Ja. Sehr, sehr weicher Untergrund. Mach gleich mal Sperre rein, ASR raus. Ah, weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe jetzt wieder eine 946 geladen. Ich habe genau 10 Tonnen Achslast mit dem. Aber genau. Und hinten auf den vier Achsen habe ich 37,4. Ich habe jetzt die Kamera hinten dran hängen. Ich hoffe, das geht trotzdem. So, mal gucken, ob der hier rausfährt. Okay. Mal hier ist nochmal ein Stück vor.
ja wieder mit Katze Maria. Gucke, wie wir später rauskommen. Vielleicht fahre ich dann leer gerade über die Insel. Mir 11.17 Uhr ernsthaft überlegt, ob ich mir hier nicht schnell was zum Essen hole, aber na, ich habe ja alles dabei. Die Schnecke hat wieder lecker Kuchen gebacken. Den muss ich essen. Geht nicht anders. Kann ja nicht mit voller Brotdose nach Hause kommen. Das geht gar nicht. So, bleib jetzt auch wieder hier in Sembach. Ach, Sembach. Pirmasens. Und nehme jetzt eine Laderaube mit nach Hause. So, das hier ist die Laderaube. Das Problem ist, meine Baggerbrücke von dieser Kante her bis an diese Kante ist 1,35 Meter. Lichtes Maß zwischen den Ketten 1,30 Meter. Jetzt muss ich wieder hinauf. Dass das Ding zu Hause noch drauf steht. So, verladen.
der Apparat. Ich hänge jetzt zusammen. Dann fahre ich mal nach Sembach. Wir haben jetzt 15.40 Uhr gleich. Ich habe gerade mal wieder umgesattelt. 7 Achsen, jawohl. Ich gehe mal wieder in der Walze fahren. Steht bei uns drüben im Hof. So, wunderschönen guten Morgen. Wir kommen zurück am Mittwochmorgen. Hab ja noch den Walzenzug geladen. Und den fahre ich jetzt heute Morgen nach Kaiserslautern. Den Grabenräumlöffel, den Böschungslöffel habe ich auch noch dabei. Und dann gucken wir mal, was es danach gibt. Ich habe nicht so wirklich Plan. Alles wieder ein großes Geheimnis. Was gemacht wird und was nicht. Schauen wir mal. Fahrtantritt machen, ne? Gut, was läuft jetzt? Wir haben jetzt schon 7:35 Uhr. Noch nebenan in der Wasgau, hab mir gerade was zum Schnabulieren geholt. Tür geöffnet. Tür geschlossen. Und jetzt fahre ich weiter wieder nach Engelbach. Lade dann genau Sattel dort um. Häng wieder den Vierachser drauf. Habe ich für eine Tour den Dreiachser dran gehängt, ne? Weil ich den Vierachser ja nicht mehr brauche. Egal, sattel ich wieder um und dann fahre ich auf unseren Lagerplatz und lade dort einen Brecher und der geht wieder nach Pirmasens, dahin wo ich den 946 abgeladen habe gestern. So, ich habe hier kurz Zeit, ich habe gerade umgesattelt, habe den Vierachser wieder draufhängen. Weiß nicht, ob man es erkennt, aber wir gehen eh gleich nochmal raus. Zuletzt hat mich jemand gefragt, ob wir auch eine Achslastanzeige vom Anhänger haben. Hier ist jetzt die Zugmaschine. Ja. Und hier ist der Anhänger. Also das geht einmal im Fahrzeug und an den Aufliegern, zumindest an den neueren. Mal kurz raus. Ist das hier hinten an der Seite nochmal? War genau hier. Mal an. Jetzt sieht man diesen Deckel hier weg. Und dann jetzt zeigt die Achslast.
kann es gar nicht genau lesen, 15, 16,7, fast 16,8. Ja, dann kann man auch noch mehr, dann kann man auch den Fehlerspeicher löschen. Kilometerzähler, 143.000 Kilometer bin ich jetzt gefahren, 143.312. Service, naja, hat er ja nicht wirklich. Und dann kann man Servicekilometer Trip, okay. Gesamtlast steht da nochmal 16.736 Kilo. Hauptmenü, mal gucken, was es im Hauptmenü gibt. Gespeicherte Fehler, aktive Fehler nicht vorhanden, inaktive Fehler, EMP4 Fehler, was auch immer das heißt. Und Vorratsdruck fehlt halt, vielleicht ist der Fehler wegen dem, weil ich gerade Gelbleitunterbrechung, keine Ahnung, was das heißt alles. Fehler löschen, so, ja, gesehen, das ist von der Firma Knarr und das hat man hier außen dann halt nochmal. Jetzt bestimmt gleich jeder Polizist, der einen Tieflader kontrolliert, wird jetzt bestimmt gleich da hinten dran rennen, gucken, ob das stimmt. So, soweit haben wir es hier fertig, ist alles schon in Fahrstellung. So, ihr lieben Leute, was soll ich sagen, ich habe heute nichts mehr zu tun, war jetzt in der Werkstatt, habe noch Fett an meinen Tieflader, an mein Fahrzeug, die ganzen Ackschenkel geschmiert. Jetzt haben wir gleich 12 Uhr Mittag, nach Feierabend. Das war mein Dienstag heute. Nee, haben wir schon Mittwoch. Yeah. Ja. Danke. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Immer noch ruhig, ne? Jetzt geht auch wieder anders. Ciao, bis morgen.